Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im Kino des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums, wie wir seit gestern heißen, offiziell, zu dem Film Die Sehnsucht der Veronika Voss und einem Gespräch mit Monika Jacobs, die ich nachher nochmal vorstelle. Die Veranstaltung findet statt im Rahmen unserer Ausstellung Hautnah, die Filmkostüme von Barbara Baum. Mein Name ist Hans-Peter Reichmann und ich habe zusammen mit Isabel Bastian die Ausstellung kuratiert. Und wir werden uns jetzt ein bisschen unterhalten über die Arbeit einer Kostümbildnerin, auch über die Arbeit zusammen mit Barbara Baum. Aber Monika Jacobs hat ja nach Barbara Baum und auch parallel zu ihrer Arbeit mit Barbara Baum auch eine ganze Reihe von nicht unbekannten Filmen gemacht. Viele von Ihnen werden sie kennen. Ich bitte die Kollegen auch von filmportal.de, sich nochmal die Filmografie von Frau Jacobs anzuschauen. Da sind noch einige Lücken, die sie selbst auch sagt, dass sie sich manchmal nicht erinnert. Ich glaube, 1974 haben sie angefangen. Aber jetzt begrüße ich Sie erstmal. Herzlich willkommen, Monika Jacobs. Im Vorgespräch der Wohnung von Frau Jacobs in Berlin und auch am Telefon haben wir überlegt, wie ist die Beziehung zu Frankfurt, und ich kenne sie seit 1989 und nicht ohne Grund habe ich hier eine Lederjacke hingehängt. Das ist meine eigene Lederjacke, die ich für einen Film als kleiner Student zur Verfügung gestellt hatte, für den Film Der Rosengarten. Und dieser Film Der Rosengarten wurde hier im Filmmuseum gedreht. Und Frau Jacobs hatte mich da damals gefragt, oder ich hatte die Jacke gesehen und hat gesagt, für einen Journalisten ist das eigentlich eine sehr passende Jacke. Ich habe den Beweis hier als Polaroid, wer es nachher nochmal sehen will. Ob ich ihr die zur Verfügung stelle, aber die wäre, glaube ich, mehrere Wochen dann weg. Und ich habe natürlich überhaupt nicht gedacht, was verlange ich dafür. Und dann hat sie mir 250 D-Mark angeboten, was ich natürlich sofort gemacht habe. Und dann wurde hier gedreht im Haus, oben im vierten Stock. Oben im vierten Stock, im damaligen Büro von Walter Schobert. Es war Peter Fonda hier, Liv Ullmann, Maximilian Schell war nicht hier. Nee, war nicht hier. Aber das Interessante jetzt zum Kostüm, gerade haben wir uns nochmal unterhalten, wie ist das eigentlich mit, wenn Filmproduktionen gesponsert werden von prominenten Kostümhäusern. Liv Ullmann wurde ja ausgestattet von Jill Sander. Das kann man nicht so sagen. Wir durften die Kostüme von Jill Sander benutzen. Das ist ein Unterschied. Also ausgestattet, würde ich sagen, Sabrina wurde ausgestattet von Balenciaga oder Givenchy. Mhm. Also da werden Sachen extra hergestellt für den Schauspieler. Wir durften Sachen von Jill Sander benutzen und die wurden uns, glaube ich, auch kostenlos zur Verfügung gestellt. Mhm. So, aber sie waren nicht für Frau Ullmann gemacht. Und das ist natürlich auch ein bisschen ein Problem, wenn die Kostüme nicht für eine Schauspielerin gemacht werden. Also damals war die Mode einfach nicht knielang. So. Es war alles ein bisschen zu kurz für Frau Ullmann. Und das hat mir doch manche schlaflose Nächte bereitet. Mhm. Ja. Wenn Sie ein Drehbuch vorgelegt bekommen, wie gehen Sie an dieses Drehbuch ran? Sie exzerpieren das oder sezieren das? Ja, eigentlich sezieren. Mhm. Eigentlich sezieren. Also man hat das Drehbuch, dann liest man das, dann fängt man an, Recherchen zu machen zu dem Thema, so locker. Dann macht man Auszüge, das heißt Rollenauszüge für jede Person, für jede Szene.
Da legt man fest, wann wer wo dran ist und wann wer was braucht. Also es gibt Leute, die gehen in den Regen oder so, dass man da weiß, man braucht einen Regenmantel und man braucht den Regenmantel vielleicht dreimal, weil das eine sehr lange Szene ist. Oder jemand springt ins Wasser, da braucht man eben auch dreimal die Kostüme oder viermal die Kostüme, weil man natürlich nicht so lange warten kann, bis ein Kostüm wieder trocken ist, sondern die springen rein, kommen wieder raus und dann wird es nochmal gedreht. Da muss man halt eben ein neues, frisches, trockenes Kostüm haben, während die anderen im Hintergrund dann mit dem alten Nassen anfangen zu föhnen und zu bügeln und es trocken zu kriegen, für den Fall, dass man es öfter als dreimal braucht. Oder bei einem Unfall zum Beispiel, wenn jemand blutig wird, braucht man eben auch dreimal das Kostüm mindestens. So, also das legt man vorher fest, dann hat man seine Rollen sozusagen in einem Gerüst, also man hat ein Skelett für die Rollen und dann ein Skelett für die Komparserie, die ja auch wichtig ist. Dann fange ich an, Recherchen zu machen, also Bildmaterial zu sammeln, Stoffe zu sammeln und mir ein Bild von dem ganzen Film zu machen, so im Groben. Dann mache ich eine Kalkulation. Das heißt, dass ich wissen muss, wie viel Kostüme ich für wen brauche, wie viel Kostüme angefertigt werden müssen oder wie viel Kostüme ich doppelt brauche. Dann ist natürlich bei historischen Sachen, also die Zeit, brauche ich 1900 oder Biedermeier oder irgendwie sowas. Das ist auch wichtig, weil heute hat man mehr Kostüme, also früher hatte man weniger Kleidung insgesamt als heute. Und da mache ich also eine Kalkulation für die Rollen. Das heißt, ich kalkuliere von der Unterwäsche, also BH, Höschen, Unterrock, Rock, Bluse, Jacke, Hut, Tasche, Handschuhe, Strümpfe, also bis zum Schnürsenkel und zum Ohrring und zur Kette, alles liste ich auf, was ich für eine Person brauche und zähle das dann hinten zusammen. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, dass ich was leihe oder ich muss es kaufen. Und das ist aber für die Hauptrolle eine Sonne. Jeweils für die Hauptrolle oder auch für die... Das mache ich für alle Rollen. Das mache ich für alle Rollen und für die Komparserie lege ich fest, also das ist, sagen wir mal, ein armer Mann, ein Mittelständler, ein reicher Mann. Je nachdem, was gebraucht wird. Das mache ich eben auch für die Damen. Da lege ich dann eine Summe fest. Dann kommen die ganzen speziellen Leute, also Polizisten, alles was Uniform ist, alles, was Berufskleidung ist, in dem Sinne, sagen wir mal, Kutscher oder Postboten oder irgendwie so. Das kann ich meistens ja nur einmal benutzen. Das fällt eben in eine spezielle Kategorie. Uniformen müssen kalkuliert werden. Uniformen müssen immer so kalkuliert werden, dass sie eben auch, dass man auch weiß, was kaputt geht, was blutig wird, was und Uniformen sind ja auch unterschiedlich, also Kampfuniformen oder Galauniformen oder sowas. Also das wird alles Stück für Stück wird es aufgeführt und dann hinterher zusammengezählt. Und meistens ist es ein böses Erwachen.
Und dann kommt das Gespräch mit dem Produzenten. Dann kommt das Gespräch mit dem Produzenten, der sagt dann, ist ja alles viel zu teuer. Das weiß man auch. Das weiß man auch vorher. Und jetzt verrate ich mal, dass ich mir auch immer so kleine Fallen einbaue, sozusagen kleine Puffer, die ein Produzent nicht genau nachvollziehen kann. Wo ich sage, also da, na, da hole ich nochmal 50 raus oder sowas, ne? Da gibt es eine schöne Geschichte mit Manschettenknöpfen. Also beim russischen Sommer, das war ein Film mit Christopher Plummer und Helen Mirren, da wurde mir gesagt, mehr als 80.000 haben wir nicht. Das ist die Geschichte von Tolstoi, 1905, 7, so etwa in der Zeit. Und da haben die mir gesagt, ich habe 80.000. Unglaublich geringe Summe ist. Also wirklich ganz wenig. Und dann habe ich natürlich meine Kalkulation gemacht, wie ich sie immer mache. Das war viel, viel höher. Aber nun hatte ich diesen Film schon zugesagt. Und ich hatte die Kalkulation gemacht und da waren 65.000 waren alleine schon für die Rollen draufgegangen. Also Frau Helen Mann hatte also so eine Stange eben auch an Kleidung und auch ganz, ganz viel an Neuanfertigungen, weil wir die auch mehrmals brauchten, weil die gedoubelt wurde und weil die ins Wasser fiel und sowas alles. Und dann haben wir eben gesagt, wo können wir sparen? Und dann fängt man schon mal an bei den Manschettenknöpfen. Komparserie kriegt keine Manschettenknöpfe. Komparserie kriegt das, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, wenn man Rundkopfklammern. Rundkopfklammern, das sind die Dinger, die man hat, wenn man Bücher versendet, irgendwie diese Messingteile. So. Und dann denkt man, wo kann man noch sparen? Also die Russen haben immer Stiefel an. Natürlich habe ich schöne Stiefel kalkuliert. Stiefel. Stiefel kosten 45 Euro im Leih. Im Leih, das müsst ihr zurückgeben. Im Leih, ja. Im Leih. Und dann, gut, Russenhosen, die fallen so über die Stiefel. Da kann man vielleicht Knobelbecher nehmen. Die kosten nur 25. So fängt man dann bei jedem einzelnen Teil an, seinen Etat für die Komparserie ein bisschen zusammenzukratzen. So. Das ist, bis man dann auf so eine erträgliche Summe kommt, aber dann kann man, also bei diesem Film war es so, normalerweise probiert man Komparserie, sagen wir mal, in so zwei oder drei Blöcken an, dass man einfach die Menge der Leute einmal angezogen hat und dass das dann sozusagen abgedreht wird. Und da hatten wir halt eben nur 15.000 oder 25.000. Und da mussten wir eben stückweise das machen. Und dann haben wir eben die paar Sachen, die wir hatten, immer wieder neu verändert, neu anders angezogen. Und das geht auch. Das geht, wenn man gute Leute hat und wenn man sich wirklich mit dem Stoff auseinandersetzt. Die Auseinandersetzung jetzt mit dem, das war jetzt das Geld, aber Sie haben erzählt, dass Sie sogar für den ersten Tom Krüger-Film, wo Sie mit ihm zusammengearbeitet haben, nur 7.000 Euro hatten. Sie haben viermal mit Tom Krüger zusammengearbeitet. Wie war die Auseinandersetzung oder das Gespräch mit Krüger beispielsweise, wenn Sie einen Entwurf vorgestellt haben? Also bei Lola Rent, also fangen wir mal an
bei der tödlichen Maria, das war der erste Film von Tom. Das war sein erster Spielfilm, größerer. Und da hatte er ein Storyboard, relativ genaues Storyboard. Und ich kannte auch einen Teil der Schauspieler schon. Und das war, also ich habe ihm die Sachen vorgeschlagen einfach. Und das war einfach easy. So, wir haben uns verstanden, wir hatten die gleiche Richtung. Das war auch bei Lola Rent. Bei Lola Rent war es anders. Da haben wir bestimmt für dieses relativ einfache Kostüm bestimmt 6 Wochen gebraucht, um das herzustellen. Wie viele Exemplare? Also wir haben immer versucht, also wir haben angefangen, die Aussage von Tom sollte sein, das ist einfach, Lola ist ein Bürgerschreck. Und die sollte blaue Fingernägel haben, die sollte gepierst sein, die sollte auch blaue Haare haben und die sollte eben immer durch die Stadt rennen. Und dann ist die Frage, was ziehst du dem Mädchen an? Also, wir haben versucht lange Röcke, wir haben kurze Röcke, wir haben Hosen, wir haben alles Mögliche probiert. Wir sind so vorgegangen, dass ich mit einem Sack Klamotten gekommen bin für die Franka. Mhm. Wir sind bei der Maskenbildnerin gewesen und wir haben Sachen probiert und die Maskenbildnerin hat immer Frisuren ausprobiert und Haarfarben ausprobiert und sowas alles. Und das haben wir bestimmt, also bestimmt 5 oder 6 Mal gemacht, weil wir alle auch, also die Maskenbildnerin, ich, Franka, wir waren alle noch in einem anderen Arbeitsprozess. Das haben wir abends nach Feierabend gemacht. Nach Feierabend gemacht. Und die sah eben auch zum Teil schrecklich aus. Man macht ja immer dann Fotos, Polaroid-Fotos. Ich bin dann immer mit den Polaroid-Fotos nach Hause gekommen und dann, mein Mann hat da drauf geguckt und dann sagt er, was machst du denn da? Die sieht ja aus wie eine wild gewordene Klobürste. Also das kannst du nicht machen. So, habe ich dann eben auch nochmal, die Produktion war auch nicht sehr begeistert von den Bildern. Und dann habe ich nochmal mit Tom gesprochen und habe gesagt, du, wir müssen die Franka so anziehen, du musst sie 90 Minuten lieben, du musst sie angucken können, 90 Minuten, das ist ziemlich lang. Und da kannst du nicht, das kann ein Bürgerschreck sein, aber du musst sie auch angucken wollen. Das muss funktionieren. Und dann haben wir lange rumgesucht. Und ich habe dann auch immer mit Franka gesprochen und so. Und Jeans oder so, sehe ich ja aus wie meine Mutter. Ja, das wollte sie alles nicht. Und dann habe ich, ein glücklicher Zufall ist, wenn man einen Film vorbereitet, dann fängt man an, anders zu gucken. Man guckt dann plötzlich nur noch für den Film. Ich weiß nicht, ob ich das richtig beschreibe, aber man hat eine andere Wahrnehmung. Und ich war dann in einem guten Second-Hand-Laden und die hatten gerade eine Lieferung aus Amerika gekriegt. Und das waren eben 10 von diesen Hosen. Und dann habe ich gedacht, das ist es. Und diese Hosen haben natürlich nicht gepasst. Die waren zu klein für Franka. Und dann haben wir aus diesen Hosen eben die 7 Hosen gebraucht, die wir brauchten. Also das heißt, sie hat für diesen Film ein Kostüm, aber im Drehbuch stand, dass sie mit Wasser übergossen wird. Wir brauchten einen Stunt, wir brauchten noch irgendwie was. So haben wir 7 Kostüme für sie gehabt.
damit wir eben das, damit das alles gewährleistet werden konnte. Das Kostüm, wer jetzt vor kurzem noch mal in der Dauerausstellung war, im zweiten Stock bei uns, das Kostüm zu Lola Rent ist bei uns seit Oktober in der Dauerausstellung. Aha. Aber ich habe gerade gehört, dass dieses Kostüm aus mehreren zusammen genäht wurde. Ja. Film ist Lüge in der Realität und auch auf der Leinwand, oder? Ja. Wir haben auch das gesamte Archiv von Tom Tykwer bzw. von X-Filme bei uns im Archiv. Deshalb ist die Verbindung auch zu, dass wir dieses Kostüm bekommen haben. Zusammenarbeit mit dem Regisseur. Jetzt haben wir über Tom Tykwer gesprochen und ich glaube, dass der ganz große Vorteil bei ihm ist, dass er so detaillierte Storyboards zeichnet. Ja, und dass er auch zuhört. Also es gibt manchmal Regisseure, die können nicht zuhören. Und wenn man ein Problem anspricht, dann wollen die das auch nicht wissen. So. Und Tom hatte die Qualität, die hat er, glaube ich, heute noch, dass er zuhört. Wenn man sagt, da hakt was, da weiß ich nicht, wie wir das angehen sollen, oder es könnte da, wenn man das so macht, kann das und das Problem entstehen. Der hört zu und der findet mit mir oder hat mit mir eine Lösung gefunden. Mhm. Das ist nicht immer der Fall. Himmel über Berlin, Wim Wenders? Bei Himmel über Berlin war er eben auch Produzent. Und das Drehbuch, was ich bekommen habe über Himmel Berlin, war ein ganz, ganz anderes als das, was hinterher bei dem Film rausgekommen ist. Das war viel üppiger, viel größer, viel umfangreicher. Und das wurde während der Arbeit wurde das sozusagen ein bisschen eingedampft. Weil wir auch die Zeit nicht hatten. Und bei Wim musste man die alle Szenen mit Solveig Dumartin im Zirkus, das war relativ gut besprochen. Und da habe ich Zeichnungen gemacht und die hat er abgenommen. Er war bei den Proben dabei, auch die Proben für die Engel, das war ja auch sehr schwierig. Wir haben bei den Engeln, bei Bruno Ganz und Otto Sander, habe ich mir vorgestellt, die brauchen, das sind Engel mit Flügeln und mit einem Panzer, so wie in einer Barockmalerei. Und da haben wir auch Proben gemacht mit Flügeln, mit Panzern, mit allem. Und dann sind wir aber im Zuge der Arbeit, das ist eben auch ein Arbeitsprozess, da haben wir uns überlegt, was ist mit Engeln? Also Engel sehen in der Malerei, sehen die ja immer aus wie sind gekleidet in zeitgenössischer Kleidung oder halbwegs so. Und dann sind wir eben von unseren Panzern, unseren weißen Mänteln und immer weiter zurück, dass wir gesagt haben, wir haben einen Mantel an und einen Pullover und eine Hose. Schluss. Und wir zeigen nur noch einmal die beiden anders. Aber es wurden Panzer angefertigt. Ich wollte gerade sagen, es ist ja kostengünstiger. So Also ich habe in Paris richtig Panzer angefertigt. Und es wurden Gipsabdrücke gemacht von Bruno Ganz und von Otto Sander. Und zwar wurden die damals so gemacht, das war ein neues Verfahren, das war neu, Algenmaterial, das benutzt man heute für die
Heilkunde. Mhm. Und da konnte man auf den Panzern konnte man eben die Haut wirklich sehen, Haut und Adern und sowas. Und die wurden in Frankreich wurden die gegossen. Da bin ich dann mit den Gipsabdrücken bin ich dann nach Paris gefahren, um, um die von einer Künstlerin nachgießen zu lassen. Aber wir haben sie dann noch ein paar Mal gebraucht, aber nur in zwei Szenen. Aber dieser, dieser Weg dahin von dem gepanzerten Flügelmenschen bis zum normalen manteltragenden Engel, das war ein toller Weg. Und mir hat der Otto Sander hinterher gesagt, Monika, das war toll, dass du so angefangen hast, so so bin ich besser in die Rolle gekommen. Also diese Auseinandersetzung oder diese Gespräche oder dieses Heranführen der Protagonisten oder der Hauptdarsteller an die Rolle ist ja natürlich auch ein Teil von Ihnen. Das ist oft ein Teil von uns, weil wir oft die Ersten sind, die Kostümbildner, die Ersten, die mit den Schauspielern reden. Mhm. Also die haben dann ihr Drehbuch einmal gelesen oder vielleicht zweimal gelesen, aber sie haben sich noch nie richtig so mit der Rolle beschäftigt, weil das ist erst ein späterer Zeitpunkt, wo sie mit den Regisseuren nochmal in die Leseprobe gehen oder sowas. Vor allen Dingen bei historischen Filmen, da brauchen wir einfach einen längeren Vorlauf. Wochen habe ich immer versucht, sie zu erreichen und sie waren über Handy, ich bin in Kroatien auf Dreh und schwer erreichbar, beziehungsweise sie haben natürlich immer wieder zurückgerufen. Kroatien, was haben Sie da gedreht, ganz aktuell? Oh, das heißt... Also, darf man das schon sagen? Ja, sicher. Also das heißt, das deutsche Drehbuch oder das Arbeitsdrehbuch und der, das Buch heißt Club der singenden Metzger. Das ist ein bisschen ein komischer Titel, aber der Film wird hinterher anders heißen, aber das ist eine Geschichte, die 1919 beginnt, von einem jungen Mann, der aus Schwaben, einem Metzger, der aus Schwaben nach Amerika auswandern muss, weil der Bruder seinen Hof übernimmt und dann ist kein Platz mehr für diesen jungen Mann in dem in der Metzgerei und dem Hof, ja, so. Und das ist die Geschichte, ja, von dem jungen Mann und die, also der Club der singenden Metzger, das kommt eben daher, also seit dem Biedermeier gibt es ja so viele Chöre, Herrenchöre und da hatte eben auch offenbar jede Zunft einen eigenen Chor. Und der junge Mann nimmt diese Tradition also mit nach Amerika und führt es da fort. So. Uli Edel ist der Regisseur? Bitte? Uli Edel ist der Regisseur. Uli Edel ist der Regisseur, der ist ein bekannter Regisseur. Und er hat gemacht die Kinder vom Bahnhof Zoo und Bader-Meinhof-Komplex. Wie war das, oder wie ist die Zusammenarbeit mit ihm gewesen? Gut. Okay. Dann schlagen wir mal einen Bogen wieder zurück zu Barbara Baum. Und sie, Barbara erzählt ja immer davon, von einer sogenannten nonverbalen Kommunikation zwischen Fassbinder und ihr. Stimmt. Sie haben zusammengearbeitet mit Veronika Voss, bei Veronika Voss. Sie waren dabei beim Alexanderplatz und bei Carell. Alexanderplatz war ja eine richtig aufwendige. Das waren 13 Folgen. 13 Folgen. Ja. Das war ganz über ein Jahr. Ein Jahr Produktion. Ja. Wollen Sie da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Was wollen Sie fragen? Zusa- naja, also
Ich kann nur sagen, das war meine erste große Produktion. Also ich war schon fertige Kostümbildnerin. Ich hatte am Theater gearbeitet. Ich hatte auch schon ein bisschen Fernsehen gemacht. Aber das war schon für mich die große, weite Welt. Und auch zu sehen, wie so ein Mann wie Fassbinder arbeitet, das war was ganz, ganz Besonderes. Er wollte die Kostümentwürfe ja nie sehen. Also vom Kostüm her, er hat die Kostüme, glaube ich, von Barbara nie gesehen. Der hatte mit Barbara Kostümbesprechungen vorher. Da war ich nicht dabei. Da hat ihr gesagt, wie die Figuren, in welchem Umfeld die sein sollten und was die Aussage sein sollte, sagen wir mal so. Und die Barbara hat dann die Kostüme gemacht. Die kannte natürlich auch die meisten Darsteller auch schon. Die kannte den Rainer auch schon von vorhergehenden Arbeiten. Das ist natürlich, wenn du mit jemandem schon mal gearbeitet hast, oder er hat ja 2, 3 Sachen vorher mit ihm gemacht, dann, und das hat funktioniert, dann kannst du dich verständigen ohne Worte. Und weil sie auch den Geschmack von Fassbinder kannte. Das war auch schon was, insofern was Besonderes, weil der Fassbinder der Barbara absolut vertraut hat. Der hat ja einfach vertraut. Die macht schon das Richtige. Und dann ist es natürlich auch so, dass wenn so ein Mann, der damals ja auch schon eine große Berühmtheit erlangt hatte, da wird dann auch nicht so um das Geld gefeilscht. Oder ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern. Wir haben auch eben eine Kalkulation gemacht für alle Rollen, für alle 13 Bücher. Das war eine Heidenarbeit. Wirklich, da haben wir ganz, ganz lange jeden Morgen um 10 Uhr angefangen und ich bin selten vor 8 nach Hause gekommen. Figur für Figur, Buch für Buch haben wir aufgeschrieben, nachvollzogen, recherchiert und geguckt. Und alleine für die Aufstellung und dann nochmal die Kalkulation. Und damals haben wir das ja alles noch getippt. Das war ein ziemlich eine harte Sache. Mhm. Und dann geht erst das los mit dem Stoffe suchen. Und also ich habe dann auch sehr, sehr viel im Uhlstein Verlag und im Preußischen Kulturbesitz in den Fotoarchiven geguckt und recherchiert und nach zeitgemäßen Fotos geguckt und natürlich auch in der Kostümbibliothek in Berlin in der Lipper Heide haben wir auch viel Zeit verbracht. Aber der Grundtenor war eigentlich, dass der Fassbinder der Barbara getraut hat. So. Und mit Recht. Vom Drehbuch, dass sie das Drehbuch zugeschickt bekommen, überreicht bekommen, bis denn zum Beginn, kann man da ungefähr so eine Zeitspanne nennen, wie viel sie Zeit haben? Heute. Um zu planen. Heute ist sicherlich nur Wochen oder wenige Wochen. Also es ist natürlich, bei einem historischen Film braucht man einfach länger. Und ich habe jetzt für die Metzger habe ich 8 Wochen gehabt. Das ist viel. Mhm. Das ist viel. Und es kommt auch darauf an,
ob man schon gleich zu Anfang mit dem Assistenten arbeitet oder ob man zwei Assistenten hat. Für einen heutigen Film hat man 5 höchstens. 5 Wochen. Und die Kostüme, Sie haben auch keine Zeit mehr, zum Entwürfe zu machen, also zu zeichnen, oder? Ja, also ich sage, früher habe ich Entwürfe gemacht. So, und ich komme ja vom Theater, da macht man immer Entwürfe. Und heute mache ich selten Entwürfe, weil ich oft die Zeit nicht habe. Und weil ich auch oft die Stoffe nicht kriege oder sagen wir mal, man macht Entwürfe vor allen Dingen für Neuanfertigungen. Und bis ich den Stoff endlich gefunden habe, weil es ja kaum noch Läden gibt, wo man gute Stoffe kaufen kann und auch die Großhändler fallen ja auch weg. Also wir bestellen für Herrenstoffe, bestellen wir jetzt meistens in England. Das wird in Zukunft, wenn der Brexit ist und Zoll erhoben wird und die ganze Verschickung noch mal länger dauert und dann werden die auch noch mal teurer werden. Es wird für uns wird es ein Problem werden. Mhm. Aber es kommt auch drauf an, also jüngere Regisseure können oft gar keine Zeichnungen mehr lesen. Ich mache eine Zeichnung für die Werkstatt, dass die Werkstatt sieht, wo die Nähte liegen, wo gekraust wird, wo, ich weiß es nicht, wie der Kragen sein soll. Aber manchmal mache ich das auch einfach nicht mehr, weil wenn ich eine gute Bilderrecherche habe, dann kann ich auch sagen, ich möchte gerne das Kleid so kopiert haben. Ich mache auch manchmal Sachen, dass ich sage, ich habe ein Kleid oder suche mir Kleider raus, die für die Figur, für die Person richtig wären. Und dann ziehe ich die an oder lasse das Kleid kopieren in der Größe der Darstellerin mit dem anderen Stoff, der natürlich auch anders fällt, und hoffe, dass es gut geht. Glück gehört eben auch immer dazu. Ganz kurz nochmal zu Ihrer Ausbildung. Sie haben eine Ausbildung als Schneiderin, haben dann am Theater gearbeitet, haben auch bei Reuth gearbeitet, haben dann eine Ausbildung oder Studium an der Hochschule der Künste in Berlin abgeschlossen. Und war vorher in Wien. In Wien auch noch. Wenn Sie jetzt das vergleichen, wie Sie in das Metier Film gekommen sind, Theater, Film, mit dem heutigen Ausbildungsstand. Ich habe ein Zitat mir notiert, was Sie Ihren Assistentinnen sagen, wenn ihr einen Film macht, seid ihr aufgefressen. Und was Sie mir erzählt haben, auch sozusagen, als Sie Ihre Assistenzzeit bei Barbara Baum beendet haben, war das auch dieser Blick auf, ich brauche auch Privatsphäre. Ja, weil das ist eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Natürlich kann man immer irgendwohin mitziehen. Und wir haben damals Produktionen gemacht, also Väter und Söhne. Das war eine Jahresproduktion. Wir haben vorher gemacht Via Mala. Das war mindestens 7 Monate. Und da war ich immer weg von zu Hause. Und weg von meinem Mann oder von meinem damaligen Partner. Und da muss man eben entscheiden, will man das, geht das? Oder ich meine, wenn man immer ein Jahr lang weg ist oder so lange weg ist, dann funktioniert das Zusammenleben
halt eben auch nicht immer. Und da muss man sich entscheiden. Und das sage ich eben allen Mitarbeitern, sage auch, wenn ihr zu viel macht, wenn ihr zu viel weg seid, ihr müsst wissen, ob ihr Familie wollt oder mehr Film wollt. Das ist leider so. Ich weiß nicht, wie das früher gegangen ist, aber es ist eben kein 8-Stunden-Tag. Beim Metzger haben wir immer in Naturschutzgebieten gedreht. Das bedeutete, dass wir mindestens eine Stunde Anfahrt hatten und eine Stunde Abfahrt. Und wenn man 12 Stunden arbeitet, sind das 12 Stunden plus 2, manchmal plus 3. Also und da fällt man abends ins Bett. Schluss. Ursprünglich gesagt, dass wir 45 Minuten reden, die sind um. Ich würde aber ganz gerne, Sie haben sich, als wir gefragt haben, welchen Film Sie sehen möchten, aus der Zusammenarbeit mit Barbara Baum, die Veronika Voss gewünscht. Ein Schwarz-Weiß-Film, den, wenn ich mich richtig erinnere, Fassbinder zu Barbara gesagt hat, hat einen Buntfilm. Wir wollen einen schwarz-weißen Buntfilm drehen. Wie geht man daran an einen Schwarz-Weiß-Film? Und gerade, Sie haben mir, glaube ich, gestern am Telefon noch mal kurz gesagt, dass Sie sehr beeindruckt sind, weil Sie so nach so vielen Jahren den Film wiedergesehen hatten. Ja, wie stimmig die Kostüme sind. Ja, die sind einfach wahnsinnig stimmig und die sind auf den Punkt gemacht und die sind sehr, also wie Barbara mit den Materialien umgegangen ist, also mit schwarzer Spitze auf hellem Grund, mit Chiffon, mit glänzenden, also dann einmal gibt es dieses schwarz-weiße Cape mit diesem langen Abhang, wie sie Stoffe verarbeitet hat, die glänzend und stumpf verarbeitet worden sind, wie dieses goldene Lamé-Kleid, wie die Schnitte gemacht worden sind mit den Raffungen, die natürlich immer Schatten und Tiefe ergeben. Das ist schon genial, das ist wirklich richtig toll. Gibt es einen Austausch mit dem Kameramann und in der Lichtsetzung etc.? Der Kameramann, der Xaver Schwarzenberger, hat... wenn ich mich richtig erinnere, es gibt zwei Thesen beim Schwarz-Weiß-Film. Die Franzosen haben Schwarz-Weiß mit einer großen Graupalette und die Amerikaner haben eher harte Kontraste Schwarz-Weiß. Und der wollte harte Kontraste Schwarz-Weiß haben. Aber man ist natürlich dann auch immer, man braucht Muster, man braucht eben die Wechselseitigkeit von stumpf und glänzend, man braucht die verschiedene Art der Materialien, also Bucle und Wolle und Seide, die man irgendwie mischt, und ja, Webmuster oder Druckmuster, das muss in einem guten Verhältnis sein. Wie viele Kolleginnen haben da gearbeitet in dem Kostümdepartment? Also Barbara, Barbara hat zwei Assistentinnen. Dann war ein Garderober noch, wir waren zu viert oder fünf. Und wenn Komparserie da war, hatten wir halt eben Dailies, also Aushilfen. Aber an mehr kann ich mich nicht erinnern. Und dann ist natürlich, die Sachen wurden angefertigt in einem
Kostümhaus. Und die Sachen kamen einen großen Teil eben von der Theaterkunst in Berlin. Die wurden da angefertigt. Und der Fundus wurde da zusammengestellt. Und damals noch Bavaria-Fundus. Also München und Berlin waren die Haupt. Ja. Ja. Aber in Berlin waren wir nur zu zweit. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Wir haben ein Mikrofon. Sie wollen den Film sehen bestimmt jetzt. Ja. Okay. Dann danke ich fürs Interesse und danke. Danke.